2014 feierte die Getränkefachmarktkette Trink und Spare ihr 25-jähriges Bestehen und schrieb sich dazu einen Relaunch der Marke auf die Fahne. Ziel war es, die Kunden zeitgemäß anzusprechen und die Bekanntheit der Marke insgesamt zu steigern. Unser Projekt ist direkt aus dem Ruhrgebiet, letztendlich vom Kunden für den Kunden. Dazu wurde das Logo auf Vordermann gebracht, die Mitarbeiter wurden neu eingekleidet, die Märkte umgestaltet und ein Kommunikationskonzept ausgearbeitet und umgesetzt, das von Direktmarketing über Pressearbeit, Point-of-Sale-Konzepte, Medienkooperationen bis hin zu Online-Kommunikation alles einschloss. Das Leuchtturmprojekt aber war die Trink- und Spare-Schatzsuche, zu der sich die Kunden in den Märkten bewerben konnten. Einem der Teilnehmer winkte ein Gewinn von 1.000 Euro in bar und Gutscheinen im Wert von weiteren 700 Euro. Fleißig gingen die Teilnehmer zu Werke und schließlich hielt jeder seine verschlossene Schatztruhe in der Hand. Und der Jubel war groß, denn jede einzelne Schatztruhe enthielt den angekündigten Hauptgewinn. Wir haben den Tacken verdient, weil wir es geschafft haben, unserem Unternehmen eine Neuausrichtung zu geben, ohne uns völlig neu zu erfinden, ohne unsere Werte aufzugeben, sondern einzig und allein mit dem Ziel, die Kunden emotional an uns zu binden. Tatort Eifel. Auf dem Hof von Bauer Heinz Hoffmann in Bleialf, irgendwo auf der grünen Wiese, dort wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, sagt RWE Hallo Zukunft. Mit ihrem Modellprojekt Smart Country setzt RWE dort die Stromversorgung von morgen um und demonstriert, dass auch der vielgescholtene Riese Energiewende kann. Smart Country macht die Energiewende erlebbar. RWE zeigt, wie wir die Herausforderungen der Energiewende vor Ort praktisch lösen können. Die größte Herausforderung war, eine anspruchsvolle Technologie ansprechend zu kommunizieren. Ich meine, das ist uns ganz gut gelungen. Bis heute haben wir mehr als 600 Besucher vor Ort in der Eifel. Journalisten, Politiker, Wissenschaftler interessieren sich dafür und die Neugierde hält bis heute an. Wir haben den Tacken verdient, weil es einem Team aus Marketing-Experten, Kommunikatoren und Ingenieuren gelungen ist, die Energiewende erlebbar zu machen und eine eigene Marke zu schaffen. Da wird eine traditionsreiche Genossenschaft in einer traditionellen, konservativen Branche 100 Jahre alt und tut was? Richtig, sie gibt sich zum 100-Jährigen ein neues Gesicht. Einmal um innen Kräfte zu wecken und zum anderen um unser Gesicht nach draußen modern und wirksamer zum Ausdruck zu bringen. Die größte Herausforderung war sicherlich intern zu sehen, sowohl bei der Mitarbeiterschaft wie aber auch im Aufsichtsrat, überhaupt die Notwendigkeit einer professionellen Begleitung dieser Kampagne durchzusetzen und in Gang zu setzen. Essen Nord stellte seine Herzstücke in den Vordergrund der Kampagne. Mit liebevollen Detailaufnahmen der von der Gesellschaft seit 100 Jahren verwalteten Häuser, den dazugehörigen Briefkästen, Haustüren, Blumenampeln und Vorgärten entstanden so ruhige und eindrucksvolle Zeugen der Werte, die Essen Nord seit 100 Jahren verkörpert. 100 Jahre Geborgenheit, 100 Jahre Behaglichkeit, 100 Jahre Nestwärme. Wir haben den Tacken verdient, weil wir selbst feststellen können, dass wir aus uns verdammt viel rausgeholt haben, erfolgreich unsere Kampagne, unser Relaunch, unser Gesicht, unsere Corporate Identity für die Öffentlichkeit nach innen und nach außen zu verbessern.